Herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Pokémon Wi-Fi Battles. Genau wie im letzten Mal bringen wir Legis ins Feld und mein Gegner nicht. Okay, er hat Necrozma Morgenschwingen. Das ist super krass. Er hat Lugia. Holy shit. Das heißt, wir leaden mit Groudon. Weil er kein Wetter-Pokémon hat. Wahrscheinlich Mega Gardevoir. Ring Rayquaza mit und Marshadow. Drei superschnelle Pokémon. Groudon erst noch der Steinpolitur. Und schönes Outfit, Junge. Gefällt mir. Und wir haben die Ultra Necrozma Musik. Ich liebe das, ne? Auch wenn ich geflucht habe beim Kampf gegen Ultra Necrozma, Leute. Aber die Musik ist toll. Quaiutsu. Ich weiß gerade nicht, wie viel Inne du hast. Ich glaube 125 oder so. Aber nach einer Steinpolitur outspeeden wir dich. Oder? Outspeeden wir nach einer Steinpolitur? Vielleicht weiß das gerade nicht, wie Groudon spielt und macht eine. Und macht Brain AFK einfach eine Wasserattacke. Das wäre ziemlich dumm von ihm. Weil dann haben wir einen freien Zug. Er macht Finsteraura. Okay. Trägt er den Kingstein? Wenn er das noch einmal macht, dann habe ich Groudon verloren, ohne dass ich was machen konnte. Das ist fies. Du Penner. Du kleiner Ficker. Ich kann leider nichts tun. Das wird reichen, die nächste. Okay, alles. Also das ist... Das ist schon fast schlimmer, als Legis zu benutzen, Alter. Ja, es ist Ash Quajutsu. Ernsthaft? Ich weiß gerade nicht, Das Problem ist, er wird einfach weiter Finsteraura spammen und ich kann nichts tun, weil mich einfach dauerhaft flincht und das Ding ist super schnell. Das Ding outspeedet alle meine Pokémon, glaube ich, jetzt. In der Ash-Form. So. Hast du Eisstrahl? Das wäre ziemlich geil. Wait. Machen auf jeden Fall 10 Schirme. Ich habe jetzt eine Hoffnung, dass er Eisstrahl drückt. Bitte. Weil wir haben Schwächenschutz, Leute. Das habe ich ganz vergessen gerade. Wenn er Eisstrahl drückt und es nicht ausreicht, dann ist sein Ding tot. Und er geht auf Finsteraura, dieser Pass, dieser Penner, Alter. Und es reicht nicht für den Flinch und da kommt der Zenitstürmer. Reicht das? Ich glaube ja. Ja. Leute, Mega Rayquaza. Fistet alles. Das Problem ist, er hat noch so gute Pokémon. Er hat noch Necrozma. Er hat noch er hat richtig gute Pokémon, Alter. Gardevoir. Gardevoir? Warum Gardevoir? Weil du Drache resistierst. Ja, das heißt nicht, dass du Zenitstürmer resistierst. Das ist physisch. Und du bist speziell defensiv. Und du bist mega. Das habe ich mir gedacht.
Ich bin gespannt, ob Gardevoir einen Zenith-Stürmer tankt. Ich glaube nicht. Nichts tankt ein Zenith-Stürmer. Außer Tentantel. Obwohl, nicht mal Tentantel. Das ist ja auch effektiv. Ja, dafür, dass wir es im letzten Part nicht gesehen haben, sehen wir es jetzt ganz schön oft. Mega Rayquaza. Hm? Dialga. Shiny. Schick. Und du hast einen hier Zeitenlärm, oder wie das heißt. Aber wir haben ein Erdbeben. Und ein Erdbeben trifft dich übelst. Und wir sind schneller. Denkst du ein Erdbeben von einem Mega Rayquaza? Tankst du, weil du ein Legi bist? Er kommt echt mit Zeitenlärm, der... Oh mein Gott. Warum? Junge, ich habe 2 Death Drops drin. Greif doch mit Drachenklaue an, Alter. Aber jetzt haben wir noch Mars Shadow. Und damit outspeeden wir dich. Und du kannst eh nichts machen. In der ersten Runde, weil du Zeitenlärm gemacht hast. Das ist wie Hyperstrahl, Leute. Glaube ich jedenfalls, dass es das war. Ja. Was will er tun? Ne? Er outspeedet mich eh nicht. Okay. Alter, das Quajutsu war fies. Wenn er Rayquaza geflincht hätte, hätte er das Duell gewonnen. Also. Boah. Eklig. Ekliges Quajutsu. Aber okay. Wir haben es noch rumreißen können mit unserem Rayquaza. Schauen wir mal, was denn noch so geht. Und du hast absolut keine Chance. Leute. Was tut ihr? Bringt doch Legis mit hier. Wenn sie schon erlaubt sind. Mit so einem Team musst du... Ah ja, gut, wegen Hooper wahrscheinlich. Will er hier spielen. Ey, Masche... Der Marshall war so gut, ich muss es mitnehmen, es ist so gut. Ihr habt es ja gesehen, es ist gut. Auch im letzten Part hat schon ein paar Mal, glaube ich, uns den Arsch gerettet, das Teil. Das Ding ist so... Mann, ich liebe dieses Legi. Es ist halt echt nur ein Event-Legi, ne? Liebe die Brücke. Capo Falla. Ach, das war gar nicht Hooper, das war Capo Falla. Okay. Aber kannst du was tun gegen... Ich muss sagen, mit diesen Feldern kenne ich mich nicht aus. Weil jedes Feld macht irgendwas anderes. Okay. Capo Falla. Was macht Capo Falla? Ich habe keinen Plan, Alter. Absolut keine Ahnung. Was macht dieses Teil? Psychokinese. Das reicht niemals. What? Was? Psychokinese reicht? Bitte was? Wait.
Psychokinese reicht. Wir outspeeden dich auf jeden Fall. Bin ich mir sicher. Okay, jetzt bin ich ein bisschen verwirrt. Psychokinese reicht für Omega Groudon. Alles klar. Ich glaube, ich habe noch nie irgendein Pokémon gesehen, das Omega Groudon one-shottet. In dein Gesicht. Er hat, glaube ich, jetzt nicht erwartet, dass das reicht. Genauso wie ich es gerade nicht erwartet habe, dass das reicht. Problem ist, er hat jetzt die Switch-Advantage. Was macht er gegen Marshadow? Ich glaube, das war gerade sein stärkstes Pokémon. Latias. Latias? Wieso? Moment, bevor ich jetzt wieder irgendeinen Scheiß mache, ja? Latias. Warum Latias? Mega Latias. Ja, es ist bulky. Das könnte es überleben. Mein Move. Der ist kein Mega. Dann könnte es reichen. Joa. Marshadow ist so gut bei dir. Anego. Natürlich hat er das Ding in Shiny. Claro. Drück einfach mal Nahkampf, ist die stärkste Step-Attacke, die ich habe. Effektive Sachen habe ich nicht gegen das Teil, weil ich gerade nicht weiß, was es überhaupt ist. Vielleicht hat Darkrai was Effektives und der ist schneller! Er ist schneller als Marshadow? What? Ich lerne gerade hier, Leute. Ich lerne gerade Pokémon kennen, die ich noch nie gesehen habe. Anego. Warum bist du schneller? Du hast 103 Init. Und eine krasse Spätstiff. Ich hätte Schattenstoß machen sollen. Warum bist du schneller als... Bist du gescarft? Bist du gescarft, du Hure? Wir machen hier Finsteraura. Er ist gescarft, oder? Wenn er schneller als Darkrai ist, ist er gescarft. Und er gibt auf. Was? Warum? Warum gibst du auf? Ich glaube, er war gescarft. Weil er auf Psychokinese vielleicht gelockt war. Anego Scarfed. Holy shit. Cool. Er muss gescarfed gewesen sein. Er kann nicht schneller sein als meins. Ist unmöglich. Giovanni. Und wieder ein Japaner. Was bringst du mir für coole Legis? Holy shit. Okay, der hat ein fast stärkeres Team als wir. Boah. Leute, Groudon ist so ein guter Lead. Groudon ist so ein guter Lead. Giratina ist nervig. Er hat halt Rayquaza dabei. Marshadow. Und Lugia. Vielleicht springen jetzt einige auf und sagen,
Was? Warum nimmst du Rayquaza nicht mit? Aber alles gut. Groudon reicht. Außer er leadet mit Rayquaza. Obwohl, wenn er mit Rayquaza leadet, dann habe ich ein Problem. Dann habe ich ein Problem, wenn er mit Rayquaza leadet. Mit Mewtwo. Oh Gott. Ich weiß nicht, was ich gegen dieses Ding. Also wir haben ja gerade gesehen, ein Anego one-shottet mein Groudon. Ne? Und ich glaube auch dieses Mewtwo wird mein Groudon one-shotten und mein ganzes Team outspeeden und mich killen. Psychostoß. Du bist kein Mega. Er ist kein Mega. Z-Move. Du Pisser. Z-Move mit... Mit Legis? Ist das dein Ernst? Das müsste reichen. Das wäre traurig, wenn nicht. Es sah kurz aus, als würde es nochmal vorher anhalten, ne? Habe ich Marshadow? Ja. Weil Marshadow kann Shadow Sneak. Und damit outspeeden wir dieses Ding. Oder weiß er das und switcht? Weiß er das? Nein. Ein Crit. Eieiei. Giratina. In der Urform natürlich. Shiny natürlich. Wir haben Diebesschatten und du bist nicht schneller als wir. Hast du Schattenstoß? Packt dieses Ding fucking Schattenstoß? Und er lieft. Jetzt bin ich ein bisschen traurig. Hä? Moment. Er ist nicht gelieft, oder? Doch, doch ist er. Okay. Ja. Schade. Ich hätte jetzt gern gesehen, wie Marshadow dieses riesige Vieh in der Luft zertrümmert. Aber das sehen wir nicht. Haut rein. Bis zur nächsten Folge Pokémon Wi-Fi Battles. Ciao.